Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder The Bonfire 2. Genau, so, Spiel ist pausiert. Ich wollte mir sowieso erstmal nochmal angucken, was hier überhaupt abgeht. Und, ja, was wird benötigt und so weiter. Hier haben wir zum Beispiel das Muta. Ich denke mal, das ist unsere Holzfällerin. Die sagt, wir brauchen ein Holzfällerlager, um, ja, Ressourcen zu, ja, lagern. Wir haben nämlich jetzt, Ressourcen, die Kapazität erreicht leider. Deswegen entweder ein zweites Holzfällerlager oder wir müssen aktualisieren. Aber dafür brauchen wir Stahl und Stahl haben wir leider nicht. Deswegen müssten wir normalerweise, glaube ich, baue ich auch genau daneben wieder hin. Aber mit Weg rein. Das würde ich gerne machen. Das heißt, ich würde gerne einen Weg machen, der halt hier so durchgeht. So. Dann ein Weg noch, der so immer lang geht. Ja, bis zum Baum. Mehr geht halt nicht, ne? Und daneben halt der zweite Holzfällerlager. Dahinter ist jetzt noch ein bisschen Luft, aber das ist eigentlich scheißegal. Ich denke mal, da geht sowieso kaum mehr lang. So, und jetzt, wir können ja noch ein Lager bauen. Und das bauen wir genau daneben. So. Zack. Genau, und dann haben wir nämlich, eigentlich können wir die hier rausnehmen, denn aus dem. Und dann können wir die eigentlich in dem zweiten reinpacken, damit sie nämlich da immer alles reinpackt. Also ich weiß nämlich nicht, ob sie denn wirklich noch alles da so macht, wie das soll. So, was wollten wir noch? Guck mal, wir haben so viel Eisen jetzt hier drin, ne? 144, ich weiß gar nicht, wo die Kapazität überhaupt liegt. Ach guck mal, Kapazität des Lagers. Fast voll. Entweder, aber da brauchen wir... Ach, Holz und Eisen können wir gleich wieder aktualisieren. Oha, zweite Etage, nice. Dann haben wir gleich wieder mehr. Und was brauchen wir als nächstes? Backstein und Stahl. Normalerweise können wir jetzt den hier auch nochmal. Können wir da rausnehmen. Guck mal, da ist nicht mal was drin. Den können wir da eigentlich wegnehmen. Aber wir brauchen ja zwei Lager. Wer bringt denn noch alles immer was ins Lager? Nur die hier, ne? Die bringt Eisen da rein. Kohle haben wir nicht, Lehm haben wir nicht, Stahl haben wir nicht, Leder haben wir nicht. Wein. Ich glaube, ich reiß den hier einfach mal ab. Weil da bringt sowieso keiner was hin. Und wir haben ja noch Platz im anderen Lager. Und dann überlege ich mir mal, was da noch reinkommt. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwas habe, was da reinkommen könnte. Schatzkammer haben wir da schon gebaut, beziehungsweise wird da noch gebaut. Eine Lehmgrube, siehste, da haben wir doch. Die Lehmgrube würde ich dann hier irgendwie auf der anderen Seite machen, weil das wird ja damit reingebaut, so reingeschmissen. Ja, und was haben wir noch so? Wachturm. Genau, den Wachturm. Den wollte ich unbedingt bauen, und zwar hier unten in der Ecke. Weiß man noch nicht, wie ich dadurch, also, ey, macht der ja schon alleine. Cool. Ich weiß zwar nicht, wie ich die Bogenschützen rauskriege, aber, naja, packe ich da erstmal hin. Guck mal, hier ist ja sogar noch ein Haus, welches dahin gebaut werden muss. Hier unten wird gerade ein Haus gebaut. Was haben wir noch so? Wir können 4 Wachtürme bauen. Machen wir das doch mal. Ja, dann würde ich hier oben nämlich auch noch einen platzieren irgendwie. Jetzt ist da unten einer. Und hier würde ich gerne noch eine Brücke bauen, wenn es möglich ist. Muss mal gucken. Holz und Eisen haben wir ja alle genug. So, genau. Und dann kommt da nämlich die Brücke hin. Und im Anschluss kommt denn da nachher noch der Weg mit hin. Aber der hat eigentlich keine Priorität, also nicht so die höchste. So, Jagdschloss. Bräuchten wir noch ein zweites? Weiß ich gar nicht. Wie weit ist Andi da? Wie weit ist der eigentlich? Kapazität, wie sieht das aus? Ist fast voll. Aber einfach nur, weil wegen der Nahrung, nicht wegen der Haut leider. Versteht das nicht, was das immer so ist. Wir brauchen mal Backsteine. Neues Jäger-Dings hier hingebaut, aber wohin? Guck mal, hier ist noch Platz. Dann können wir da noch so eine Jagdhütte hinbauen. Aber der hier, die bringt das ja alles in die Jagdhütte, ne? Dann können wir die Jagdhütte da hier oben mit hinbauen, wo wir jetzt den hier abreißen. Komm, den reißen wir jetzt ab. Zerstören. Dann kommt da erstmal noch die nächste, also die nächste Jagdschloss hin, dann haben wir das. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Guck mal, der hat so Holz vor den Hütten. Und zwar richtig anständig. Ja. Gut. Ja, machen wir so. Zack. Was haben wir noch so zu bauen? Vorrat. Haben wir jetzt den... Wir können 4 Stück davon bauen. Was? Oh, geht weiter? Nee, eigentlich nicht.
Hey, warum geht denn weiter? Jetzt müsste es weitergehen. Ich habe doch pausiert. Eben. Aber gut, sollen sie machen. Ist mir recht. So, sie ist da am Holz hacken. Er hat hier gar nichts zu tun. Was ist denn überhaupt eine? Ist der Farmer. Ich weiß nicht, warum macht der nichts? Ach, weil hier voll ist. Deswegen geht sie auch nicht jagen. Aber sie hat hier. Was können wir denn da machen? Intelligenz. Haben wir drei da oben. Nicht mal Stärke. Warum denn nicht? So. Ach, deswegen geht sie auch nicht jagen. Deswegen. Okay. Ich verstehe. Wir haben auch nur einen Handwerker. Weil die zweite haben wir als Wache. Mit Rüstung sogar. Der hier kann ja seine Rüstung noch bauen. Guck mal, wir haben ja jede Menge Eisen noch. Deswegen kann er gerne nochmal drei oder mal fünf Rüstungen. So, warum auch nicht? Der hier, kann der irgendwas herstellen, was wir brauchen? Mal gucken. Hämmer. Ach so, unser aktueller. Hat der einen Hammer am Start? Nee, natürlich nicht. Da siehst du, schon besser. Gut. Eigentlich müssen wir alle mal durchgehen und gucken, wer wie viel was hat. Ich würde sagen, irgendwie keine Musik, aber doch, hier ist Musik. Axt hat sie, eine Sichel hat er. Braucht er eine Karre auch noch? Ja. Dann kriegt er eine. Warte mal, wie weit ist er hier mit Karren? Zwei Stück haben wir noch. Gut, machen wir noch Karren. Ah, drei Stück noch. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein. Da muss ich erst nochmal gucken. Er hat eine Sichel und eine Karre. Sie hat alles am Start. Die wird jetzt zwar gerade angegriffen, aber ich hoffe, sie schafft das. Ne, schafft sie nicht. Meine Güte, ich will doch nur. Wo rennen die denn hin so langsam? Komm, wir machen mal auf. Schnell. Okay, sie ist nicht mehr am Start. Schade. Er ist Schmied. Braucht er irgendwas? Hammer oder so? Nee. Eine Karre braucht er. Richter. Hier haben wir Eisen. Sie hat alles, ne? Ja. Dann haben wir hier. Was ist der denn? Achso, das ist der Werkbanktyp hier. Na, wie heißt der denn? Zimmerer. Braucht der irgendwas? Nee, der braucht nur eine Karre. Oh, mach dir mir bloß nicht das Ding kaputt, Junge. Sie ist nur Jägerin. Die braucht auch nur einen Speer. So wie es aussieht. Genau, macht das mal am besten wieder heile. Okay, und die Fischerin, die hat auch Speer und ja, Karre. Gut, jeder hat sein Werkzeug, was er braucht. Und das ist halt, ja, das Produktivste an der ganzen Sache. Gut. Jetzt muss er warten, bis wieder einer auftaucht. Was ist mit ihm? Er bekommt Stärke. Braucht er ja, ne? Eigentlich. Und dann mal gucken. Hier ist voll, leider. Deswegen hat sie jetzt auch nichts zu tun. Wo arbeitet der jetzt überhaupt, der Handwerker? Wo ist der denn überhaupt am Start? Mal gucken. Achso, so kriege ich den nicht raus, ne? Wo ist er? Da vorne. Das ist er mit seiner Karre hier. Der baut ja überall ein bisschen was. Guck mal, der bringt das da hin. Achso, jetzt holt er sich Holz weg. Ah, ich verstehe, okay. Gut, ansonsten, jeder arbeitet. Oh, hier, was hier? Ja, na klar. Kannst gerne mitmachen. Willst du als Dings arbeiten? Ach, das sind mehrere sogar. Cool. Am Lagerfeuer, am Lagerfeuer. Warte mal. Hütten fertig? Ja, klar, Hütten fertig. Guck mal hier, Hüttengaudi. Können die auch schlafen. So muss keiner am Lagerfeuer schlafen. Jetzt haben wir drei Handwerker. Wie sieht's mit ihm aus? Flieht niemals in der Schlacht. Er hier ist fleißig. Dann ist er hier ein Handwerker. Die Monster plündern unser Lager. Welches Lager denn? Ach, Eisen holen sie sich weg. Wir haben ja auch gerade so viel, ne? Naja, geht klar. Aber nicht so viel. Ich weiß zwar nicht, was Wölfe mit Eisen wollen. Nahrung wird auch weggeholt. Dann können sie gleich wieder Neues holen. Weil wir kriegen Nahrung durch die Jägerin hier.
durch den Farmer, der hat ja auch Nahrung. Und sie hat ja auch Nahrung hier, die Fischerin. So, nee, was wollte ich jetzt hier? Er bekommt Hammer. Der hier wartet, ne? Ja. Eine Karre, klar. Und ein Hammer. Gut, dann ist er nämlich Dings. Und der hier, sieht mir aus der Schlacht, hat 3 Stärke. Aber nicht so gute Beweglichkeit. Na gut, er wird auf jeden Fall. Wie heißt der? Braun? Ehrlich? Nee, der ist Jurek. Nee, Jurek. Jurek ist es. Okay, Jurek, komm mal. Ach nee, warte mal. Muss mal hier am Lagerfeuer machen. Eine neue Wache. Jurek. Du bekommst auf jeden Fall ein Speer und eine Eisenrüstung. Und hier ist nichts. Ich weiß zwar nicht, was danach. Achso, ein Schild kommt dann ja noch rein, ne? Aber wir können auch keine Schilde herstellen. Hier auf jeden Fall noch nicht. Da müssten wir erst Kohle besorgen. Ich weiß aber nicht, wo Kohle herkommt. Alter, wie schnell die hier rumbauen. Hallo. Na klar. Gerne. Haben wir noch Platz? Na klar, guck mal hier. Arson. Und Luxin. Und sind jetzt alles Handwerker, ne? Und er hier. So, was brauchen wir denn am dringendsten? Hält so auf jeden Fall. Wie viel haben wir von Rüstung? Die Stück. Macht der noch weiter? Der braucht Haut, ne? Ach, jetzt weiß ich, wo die ganze Haut hin ist. Weil er seine Rüstung hergestellt hat. Hier, dann lastet mal lieber erstmal. Wir haben 2 Stück. Dann können wir noch 2 Wachen. Wir haben ja eine Wache. Dann können wir noch 2 Wachen holen. Er hier. Dann kriegt er nämlich ein Speer und Reiserüstung. Schaffen die das? Wo sind die überhaupt da? Oha, Kacke. Hä, sind die alle Bilder jetzt gewesen? Nee, ne? Doch, keine Wache mehr. Wir hatten 2 Wachen gerade. Dann kommt das Vieh hier an und. Jetzt klaut er mir die Scheiße da weg. Meine Fresse, ey. Jetzt habe ich gerade neue Leute gekriegt und jetzt ist so, weißt du? Na gut, was kann sie denn? Ja, sie wird denn gleich. Noch nicht, aber gleich als Wache reingepackt. Wenn das Vieh wieder abgehauen ist. Wenn die Nacht vorbei ist. Aber ey, guck mal, wir sind schon Tag 60, ne? Immerhin. Ich bin beeindruckt. So, kurz pausieren. Zack. Dann eine neue Wache. Sie. Was sind das hier überhaupt? Stärke, ne? Warte, ich muss mal gucken. Wie ist der oder trage eine Ressource mehr in deinem Inventar? Och man, dann müsste er für irgendwas anderes gut sein. Ich würde sagen, der kommt. Nee, der bleibt. Erstmal Handwerker. Ja, haben wir noch einen Hammer? Nee, haben wir nicht. Also bräuchten wir noch einen Hammer. Du, machen wir noch einen Hammer. Ja. Und ach, dann hab. Hä? Den haben wir doch nicht als. Den wollte er gerade als Hammer reinpacken, ne? Nee, nicht so. Gut. Dann nur sie, oder was? Holzspeer. Aber leider bringt das ja auch nicht so viel. Naja, dann sie macht das schon, hoffe ich. Oder ich muss den doch als Dings benutzen. Guck mal, dann nehme ich den doch. Ja, dann bekommt der nämlich nicht den Hammer. Hä? Das ist ein ganz anderer. Habe ich mir jetzt vertan vor ihr, oder? Ach, der ist fleißig, deswegen wollte ich den als. Dann kriegst du hier einen Holzspeer. Und hier. Ich habe keine Rüstung mehr, ne? Wie lange brauchst du noch für eine Rüstung? Ach, wir brauchen erstmal Haut, bevor wir Rüstung kriegen. Ach, na gut, dann nicht. Dann kannst du leider kein Dings werden. Weil solange ich keine Rüstung habe, weiß ich ganz genau, dass du da so schnell stirbst. Und das will ich nicht riskieren. Deswegen wirst du doch mit Hammer ausgestattet.
Weg. Raus hier. Da muss ich es alleine machen, ist so. Ein bisschen schützt es ja schon. So. Wo ist er denn da? Hämmerchen. Und Karre. Sehr gut. Und er hat ja... Nee, den wollte ich als Wache einstellen, ne? Den als... Weil der fleißig ist. Fleißiger Arbeiter. Und den wollte ich, weil der... Na, den nehme ich auch als... Nur wenn ich noch einen Hammer habe. Aktuell nicht. Aber eine Karre habe ich noch, ne? Ja. Sehr gut. Okay, wir können fortsetzen. Auf maximale Geschwindigkeit? Keine Ahnung. Wie lange braucht der für den Hammer? Ach, wir brauchen... Wir haben keine... Doch, wollte gerade sagen, wir haben kein Holz mehr. Aber doch, wir haben Holz. Der muss sich bloß sein Holz holen. That is it. Gut, nee, so nicht. Da habe ich viel Nahrung einfach, oder? Wir brauchen ein Jagdschloss. Ja, da ist ein Jagdschloss. Hat er seinen Hammer fertig? Jawohl, Hammer ist fertig. Dann kann ich hier mal ganz kurz ihm hier noch einen Hammer schenken. Ein Hämmerchen. Was steht da? Schnelle Bauen und provisorische Waffen. Okay. Provisorische Waffen mit einem Hammer? Okay. Wir haben zu viel Nahrung. Baut mir erstmal das hier. Was bringt eigentlich die Schatzkammer? Also was wird denn da gelagert? Das würde mich auch nochmal interessieren. Naja, gleich. Ja. Warte mal, hat der jetzt überhaupt den Auftrag gekriegt wegen einer Rüstung? Ja. Wo ist denn jetzt unser Dings wieder hin? Unsere Haut. Wahrscheinlich hat er hier für irgendwas Haut gebraucht, oder? Holz und Eisen. Holz und Eisen. Holz und Eisen. Holz, Eisen. Nur Holz. Auch nur Holz. Schafft er das? Oder sie? Ist eine sie, ne? Na klar, guck mal. Die nimmt das mit jedem auf. Aber guck mal, wir kriegen wieder Haut. Ich will mal gerne wissen, wo die Haut weg ist. Also wohin die Haut weggeht. Kein Platz mehr. Also keine Leute mehr. Guck mal, hier kann auch noch einer hin. Na gut, Häuser haben wir ja zum Glück doch neu noch. Hier können auch noch welche wohnen. Eigentlich könnte er da wohnen, ne? Wie heißt er? Ceja. Warum steht da oben immer Raon? Ich gucke immer ständig da hoch, ne? Dabei heißt er so gar nicht. Da kann ich einfach bloß selber aussuchen, wie der heißen soll. Okay, der heißt auf jeden Fall Ceja. Oder Ceja. Mal gucken, wo Ceja wohnt. Nee. Nee. Da ist er. Wohnt ja ganz alleine. So, zack. Hinzufügen. Da. Bitteschön, du wohnst nebenan. Und die... Achso, wenn er der Schmied ist und sie hier die Bergarbeiterin, ne? Vigu heißt sie. Okay. Wo ist denn die Vigu? Wie? Vigu? Hier ist keiner. Dann hier oben wahrscheinlich, ne? Ja, da ist sie. Vigu kann da auch mit drin wohnen. Vigu. So, zack. Super. So, was hat er denn? Neue Arbeit. Okay. Du sollst erstmal einen Wohnplatz bekommen. Und zwar... Ja, hier. Nee, hä? Gar nicht da. Du wohnst bei ihm. Arok. Was kann denn der Arok überhaupt? Okay, der hat auch Ressourcen mehr. Auch als Handwerker? Oder mit in Stahlwerk? Oder nee, Stahlwerk haben wir ja noch gar nicht. Aber was ist denn hier überhaupt? Tigertex, Edelsteine, Meteorfeuer, Sonnenstein, das habe ich alles so in Erinnerung, weil wir ja Dings hier, so Bonfire 1 gespielt haben. Und da haben wir auch sowas immer gesammelt. Aber das war schwierig zu beschaffen. Deswegen, ja gut. So schnell kriegt man sowas nicht. Sie wird hier raus und wird hier rein. Wo ist sie denn? Da.
Oh, er hat sogar ein Level-Up. Produktionsgeschwindigkeit. So, zack. Und dann kriegt sie eine Axt wieder. Und Karre hat sie ja schon. Cool. Alles klar. Achso, hat sie jetzt... Oh, krass. Ist gestorben, die. Nice. Hat sie einfach mal so nebenbei weggekillt. Okay. Achso, siehst du, dann kann ich den neuen hier als Holzfäller mit reinpacken. Wie hieß er? Arok, ne? Arok wird Holzfäller. Kann der das? Stärke 3, Beweglichkeit 1, Intelligenz 1. So wie es aussieht, schon. Ja, dann wird er hier, der Holzfäller von hier. Arak heißt der, so. Nee, der ist, ach, Arok, genau. Arak ist mein Handwerker. So, Holzfäller. Dann kriegt er halt jetzt noch eine Axt und eine Karre. So, macht der Beste drauf. Boah, jetzt wird der Baum weggefällt. Nice. So lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Danke, oh Herr. Für das Fällen des Baumes. Was liegt denn darum? Boah, hier ist wieder ein Level-Up. Wie heile ich gerade... Ich hatte gerade ein paar Lags drin. Okay, der ist der Schmied. Schmied braucht Stärke, glaube ich. Nee, hier Produktionsgeschwindigkeit. Oh, wie schnell die einfach bauen hier andauernd. Und jetzt noch die Brücke. Digga. Junge, die machen. Ach, das ist die Jägerin. Ach, schon wieder voll. Dann müssen wir warten, bis hier fertig ist. Was habe ich denn hier Probleme gerade mit dem? Sieht man das noch im Dings? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ach, hier muss auch noch einer hin. Weide, Hirte. Also sind die jetzt alles Handwerker, ne? Nee, komm. Dann warten wir auf den nächsten und der wird dann Hirte. Wo ist er denn? Ach da. Schaffst du den? Nein, schafft sie nicht diesmal. Verdammt. Tja, alle anderen sind dafür nicht ausgebildet. Tut mir echt leid. Die klauen sich erstmal ein bisschen Eisen. Oh, ja doch. Wird aber ganz schön viel. Ich glaube, ich sollte langsam aufhören zu zocken. Das flackert ganz schön. Wo sind wir denn überhaupt mit der Zeit? Oha, schon bei 23. Oh mein Gott. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen und liken, kommentieren. Danke. Tschüss.